Ein herzliches Grüß Gott aus dem Krone AT Sportstudio. Ich freue mich über hochkarätigen Besuch an meiner Seite und zwar von Österreichs Segelass Tanja Frank. Hallo. Hallo. Servus. Vielen Dank für den Besuch. Wir werden gleich über die anstehenden Projekte sprechen, unter anderem über die Heim-EM am Attersee. Zuerst, die Steilvorlage hast du mir im Smalltalk geliefert und die muss ich verwerten, muss ich dich aber auf deinen physischen Zustand momentan ansprechen. Ich sage es ein bisschen uncharmant, aber es war wirklich so. Die Tanja hat sich auf diesen Hocker geradezu raufgequält. Was ist los mit dir? Ja, der Muskelkater ist relativ groß. Wie und, das? Naja, es war gerade eine Woche, wo nicht ganz so hart trainiert wurde. Und jetzt habe ich gestern wieder angefangen. Und hast dich übernommen? Nein, aber es zeigt sich trotzdem. Okay. Also was steht tatsächlich jetzt am Plan? Wie schaut so der Trainingsalltag aus dieser Tage? Einfach jeden Tag in der Kraftkammer Ausdauer trainieren, Kraft trainieren, Rumpf trainieren, alles, was wir brauchen. Denn das nächste übergeordnete Ziel, wenn man so will, ist natürlich die Heim-EM am Attersee mit drei olympischen Klassen, die dort vertreten sein werden. Das ist für österreichische Verhältnisse schon was Großes, muss man sagen. Ne? Das stimmt, ja. Also ich segle jetzt doch schon in olympischen Bootsklassen seit 8 Jahren. Und das ist eigentlich mein erstes Großevent, das wir in Österreich haben und mitfahren dürfen. Und das ist schon ziemlich cool, ja. Und wir haben aus einem anderen Grund auch noch ein interessantes Datum. Eigentlich sind wir schon 2 Tage drüber, wenn ich richtig recherchiert habe. Ja. Am 16. August 2016 war es und die Tanja hat das ja auf Social Media auch ein bisschen zelebriert. Da nämlich hat diese Dame gemeinsam mit Thomas Zajac für die bislang letzte olympische Sommermedaille gesorgt, nämlich für Bronze in Rio. Welche Erinnerungen werden denn am 16. August jedes Jahr wach und welche unter Anführungszeichen Langzeitfolgen hat diese Medaille für dein Leben gehabt? Also die Erinnerungen kommen nicht nur am 16.8., okay. Aber natürlich dieses Datum, ich glaube, das wird man sich oder werde ich mir immer merken. Noch dazu ist Gott sei Dank ein ganz leichtes, 16.8.16. Aber ja, die Bilder einfach, die hat man immer im Kopf, wie das war, das letzte Rennen, die Siegerehrung, die Feier im Österreichhaus, der Empfang zu Hause. Also das der Muskelkater danach? Der Muskelkater danach. Nein, das wird immer im Kopf bleiben und es gibt dann auch immer Kraft, finde ich, für alle Trainings, die kommen und dass man halt immer dran zurückdenken kann. Ich weiß, du hörst die Frage nicht zum ersten Mal, aber ich kann halt nicht davon ausgehen, dass alle Zuseher alle deine Antworten auswendig wissen und deswegen wage ich dich halt trotzdem noch einmal darauf anzusprechen. Wie reich bist du denn geworden, seit du die Olympiamedaille eingeheimst hast? Es gibt ja immer diese These, also in Randsportarten, ohne irgendjemanden nahe treten zu wollen, gibt es halt einmal bei einem Erfolg einen großen Peak oder einen medialen Hype, der dann relativ bald wieder mal abebbt. War das in deinem Fall auch so? Ja, wenn ich für die Frage Geld bekommen hätte, dann wäre ich jetzt reich. Ja, bitte. Aber für die Medaille selber leider nicht. Und ja, es war genauso. Also wir haben es einfach gemerkt, dass danach irrsinnig viele Anfragen waren. Aber ich sage jetzt mal, ich sage es immer ganz grob, beim ersten Skirennen war es dann wieder vorbei mit uns. Dann war der Hirscher doch. Warte, der Hirscher hat jetzt die Karriere beendet. Ja, also mit der nächsten Olympiamedaille hast du dann wahrscheinlich bessere Chancen, dauerhaft im medialen Feuer zu bleiben, sozusagen. Was sich natürlich auch getan hat im Leben der Tanja Frank nach Olympia 2016, ist, dass sich ein Partnerwechsel vollzogen hat. Weg von Thomas Zajac, weil Tanja gesagt hat, ich mag auch noch einmal mir selbst beweisen, dass ich eine gute Steuerfrau bin. Und deswegen hat sich die Zusammenarbeit mit Lorena Abicht ergeben, die jetzt 4 Jahre alt ist oder 4 Jahre jung, muss man sagen. Und wie erfolgreich, wie fruchtbar, was wagst du da für eine erste Zwischenbilanz zu ziehen? Ja, ich glaube, wir haben schon gleich am Anfang eigentlich gezeigt, dass wir ein sehr hoffnungsvolles Team sind. Wir haben in unserem zweiten Jahr, also 2018, haben wir Silber bei der WM gewonnen, was noch dazu die Qualifikation für Tokio war. Haben dort das Nationenticket geholt und haben jetzt auch den Platz quasi für Österreich, also intern abgesichert für die Olympischen Spiele. Und ich glaube, das ist schon mal ein großer Schritt. Stimmt's, dass du mit der Lorena schon den Kindergarten gemeinsam unsicher gemacht hast? Also wir waren nicht im selben Kindergarten, aber wir sind aufgewachsen. Und ihr wart schon mit 2 Jahren im ersten Boot oder so irgendwie, diese Geschichten gibt's ja auch. Naja, unsere Großeltern, die haben in Neusiedl ein Haus nebeneinander gehabt. Und dadurch sind unsere Mütter schon gemeinsam aufgewachsen und wir natürlich demnach auch gemeinsam schon in der Sandkiste gesessen. Und hast du, ich fürchte auch, die Geschichte langweilt dich, aber hast du ihr deine intellektuelle Überlegenheit spüren lassen? Dazu muss man erklären, ich weiß eh, du hörst das auch nicht zum ersten Mal, aber ich muss es heute erklären, Tanja Frank verfügt über einen außergewöhnlich hohen Intelligenzquotienten. Ja.
Ob ich sie spüren habe lassen? Ja. Ich hoffe nicht. Muss man eigentlich sie fragen. Ja, das kannst du sie fragen nachher. Also, dann gehen wir weiter in eurer Geschichte. Größter Erfolg, du hast es schon erwähnt, 2018 mit dem Vize-Weltmeistertitel in Aarhus oder Aarhus, auch darüber haben wir... Ich sage Aarhus, okay. Ich bleib dabei. Ich wollte besonders intellektuell wirken und habe gesagt Aarhus und die Tanja hat mich dann overruled und gesagt, gut, wir einigen uns auf Aarhus. Und dorthin soll es ja in Kürze zum nächsten Trainingslager gehen, wenn Corona nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Wie sicher ist es, dass es dieses Trainingslager dort geben wird? Ich fürchte, es ist wirklich gar nicht sicher. Wir wären nächsten Montag dort. Nur das Problem ist, dass wir halt gerne mit anderen Teams dort wären, damit wir endlich auch mal wieder internationale Trainingspartner haben. Dänemark sperrt jetzt anscheinend für einige Nationen wieder die Grenze und daher wissen wir überhaupt nicht, wann und wohin und warum. Also das heißt, das einzig Gewisse momentan ist die Ungewissheit. Richtig, ja. Wie darf man sich den Reisealltag überhaupt vorstellen? Ich komme jetzt gerade von Spanien, von Santander. Was hat man dort für Gepflogenheiten vorgefunden? Wie zart, unter Anführungszeichen, ist es dieser Tage, Segler zu sein? Oder ein Mensch zu sein, der auf Reisen irgendwie angewiesen ist? Also so auf den Flughäfen war schon relativ komisch, weil wirklich wenig los war eigentlich. Im Flug selber war auch wenig los und es halt ein bisschen die ganze Zeit die Maske zu tragen, auch im Flieger halt 3 Stunden oder so. Allerdings in Spanien zum Beispiel war es auch so, dass wir Maskenpflicht überall hatten, also auch im Freien. Das ist natürlich dann schon anders als Du hier wirst bei uns. Nicht sehr überrascht sein, dass ich dich auch auf Olympia ansprechen mag. Die Olympischen Spiele wurden ja verschoben, das wissen Sie, und sollen jetzt plangemäß 2021 stattfinden. Das tun Sie nach deinem Dafürhalten wie wahrscheinlich? Ich hoffe sehr. Ja, man kann es nicht sagen, aber wir müssen einfach davon ausgehen, dass sie stattfinden, weil ich glaube, nur so bekommen wir auch die beste Vorbereitung hin. Weil wenn man sich jetzt schon im Kopf vorsagt, naja, vielleicht finden sie eh nicht statt, ich glaube, das ist nicht so gesund für uns und deswegen gehen wir davon aus, dass sie stattfinden. Aber diese Ungewissheit jetzt gerade, was Olympia angeht, ist ja nicht nur trainingstechnisch ein Problem oder eine Herausforderung, sondern auch ganz pragmatisch. Meinem Wissensstand zu folgen, sind ja einzelne Kampagnen immer zeitlich begrenzt und auch zeitlich begrenzt finanziert. Wie gut abgesichert seid ihr oder bist du momentan überhaupt mit Blick Richtung Olympia 2021? Ich glaube ganz gut, weil der Segelverband ist natürlich auch ständig in Kontakt mit den ganzen Ministerien und so. Und die sehen das natürlich, also die wissen ja, dass die Verschiebung da ist und unterstützen uns auch bestimmt bis zu den Olympischen Spielen. Das heißt, wie sehr, ein bisschen hast du das eh schon beantwortet vorhin, die Frage. Ich mag noch einmal nachhaken, wie sehr beschäftigst du dich mit dem Ganzen drumherum? Wie sehr saugst du Nachrichten auf oder kommst du eigentlich immer nur dann zur Sprache, wenn die Journalisten danach fragen? Ja, das ganz bestimmt. Ich muss sagen, das meiste erfahre ich selber auch nur, wenn ich Nachrichten lese. Natürlich auch vom Segelverband, sobald die irgendwelche News haben, geben sie es an uns weiter. Aber ich glaube, im Moment können wir einfach nur warten. Kann es euch aber nicht auch ein bisschen in die Karten spielen, dass Olympia verschoben wurde? Weil wir ja schon gehört haben, die beiden sind ja noch eine sehr junge Paarung, verglichen mit anderen Paarungen in euren Bootsklassen. Das heißt, ganz pragmatisch betrachtet könnte man ja sagen, ein bisschen mehr Training, ein bisschen mehr zusammenschweißen oder mehr eingewöhnen, kann vielleicht gar nicht schaden. Ich glaube auch, dass es gut ist, dass man da einfach auch die positiven Punkte rausnehmen muss, dass wir ein Jahr mehr haben zur Vorbereitung. Natürlich nur, wenn wir auch wirklich reisen können und trainieren können, aber bis jetzt ist es eigentlich ganz okay und ich, ja. Was darf man denn erwarten von euch beiden, beziehungsweise was erwartet ihr euch selbst? Jetzt sind wir ja wieder beim Lieblingsspiel der Journalisten mit der Medaillenansage und so. Wir hätten halt ganz gern greifbare Ansagen, zumal zumindest du dir selbst ja die Latte hochgelegt hast mit Rio 2016. Das stimmt, ja. Ich sag mal, ich glaube, dass wir wie damals schon auch in Aarhus bei der WM, dass wir eine sehr gute Außenseiterrolle wieder mal haben. Ja, ich meine natürlich, die Ansprüche an sich selber sind immer sehr groß. Auch im Team, sage ich jetzt mal, sind die Ansprüche sehr hoch. Aber wir können ja immer nur, sage ich jetzt mal, nicht gleich von einer Medaille sprechen, sondern man muss sich erstmal qualifizieren fürs Medal Race, also in den Top 10, damit man überhaupt um eine Medaille segeln kann. Und das heißt, wir müssen das einfach Step by Step angehen. Step by Step gehen wir es jetzt auch an und schauen jetzt noch einmal auf die unmittelbare Zukunft, nämlich auf die EM am Attersee. Was habt ihr euch dafür vorgenommen? Wie groß ist die Konkurrenz? Was darf man von euch erwarten? Ja, wie groß die Konkurrenz ist, wird sicher davon abhängen noch, wie viel mit Corona passiert, wie viel einreisen dürfen oder auch nicht.
vorgenommen. Es ist total schwierig. Wir haben jetzt keinen mehr gesehen von den anderen Trainingspartnern seit Februar. Das heißt, wir wissen nicht, wem die anderen trainiert, wie viel haben die anderen trainiert oder wie haben wir oder haben wir richtig trainiert, haben das Richtige trainiert. Das heißt, es wird sicher einfach einmal ein Standpunkt für uns zu sehen, wie haben wir trainiert, haben wir alles richtig gemacht, woran müssen wir weiterarbeiten. Und ja, hoffentlich haben wir doch am See einen kleinen Vorteil. Mhm. Gibt es eigentlich für dich persönlich schon Pläne für die Zeit nach Olympia? Weil ich glaube, dein Credo war ja immer jetzt voller Fokus auf Olympia 2020, war es ja ursprünglich, und dann schauen wir weiter. Gilt das jetzt auch noch oder hat sich da was geändert an diesem Fahrplan? Nein, ich bleibe dabei, außer dass es jetzt 2021 ist. Und danach schauen wir mal, was kommt. Richtig. Wie sehr ist es dir denn ein Anliegen, jetzt sind wir wieder bei der medialen Berichterstattung oder bei der medialen Aufmerksamkeit, wie sehr ist es dir ein Anliegen, den Segelsport vielleicht auch ein bisschen einer breiteren Masse zugänglich zu machen? Man weiß ja auch, Tanja Frank weiß ja durchaus, mit den Medien zu spielen und die Medien zu bedienen. Ab wann sagst du so, aber weiter gehe jetzt wirklich nicht mehr, liebe Journalisten, jetzt muss ich mich wieder auf den Sport konzentrieren? Und wie weit muss man, plump gefragt, euren Sport auch ein bisschen verkaufen? Ja, es ist halt schwierig, weil Segeln einfach, glaube ich, immer auch ein bisschen in einem anderen Licht steht, als wir ihn betreiben, weil für viele einfach der Segelsport ist, naja, wir setzen uns da im Bikini aufs Boot und trinken ein Bier. Und das ist kommt das vor? Naja. Du darfst gerne ein Geständnis ablegen. Und deswegen, ja, es ist für uns natürlich schon wichtig, dass wir das auch einfach richtig stellen, dass Segeln jetzt nicht nur relaxing auf höchster Ebene ist, sondern dass es eigentlich ein wirklicher Sport ist, dass wir dafür 300 Tage im Jahr trainieren, dass wir auch zu Hause, wenn wir nicht segeln, dass wir ständig in der Kraftkammer sind. Und natürlich wäre das cool, wenn wir das da einfach mal in ein gutes Licht kommen. Mhm. Und trotzdem bleibt bei all diesem stressigen Alltag für Tanja Frank noch Zeit, sich diversen Ausbildungen zu widmen. So zum Beispiel einer unlängst abgeschlossenen auf der FH Burgenland, wenn ich richtig informiert bin. Was hat es damit auf sich? Das war ziemlich cool, weil ich habe die Lorena auch. Wir haben ein MBA gemacht mit Fokus Zukunft und eben FH Burgenland. Da hat sich natürlich die Corona-Zeit ganz gut erwiesen, dass ich das dann noch mit Masterarbeit und Abschlussprüfung gut ausging. Und genau, beide das Studium abgeschlossen. Ja. Also das heißt, du bist gerüstet für den Fall, dass Olympia gar nicht mehr stattfindet. Also auch dann wirst du nicht verhungern. Theoretisch, ja. Aber das ist schon eine Diskussion, die ich auch ganz gerne mit Fußballern führe, weil bei Fußballern hört man immer, wir verdienen eh ganz gut, wir müssen uns noch nicht so Gedanken um die Zukunft oder um die Karriere danach machen. Dazu ist man als Seglerin wahrscheinlich eher verpflichtet, unter Anführungszeichen. Kann das auch ein Vorteil sein? Ja, ich glaube, es einfach, oder mir war es einfach persönlich wichtig, dass ich neben dem Segeln schon etwas mache, dass ich einfach nachher nicht dastehe und überhaupt keine Ahnung habe, was ich überhaupt machen will. Oder ich meine, ja, ich kann jetzt auch nicht sagen, was ich nachher machen will. Aber ich habe zumindest, sage ich jetzt mal, eine Ausbildung und könnte etwas machen und kann aber nachher immer noch sagen, vielleicht noch eine andere Ausbildung dazu. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man irgendwas in der Tasche hat. Dass man aufgestellt ist auf breiten Beinen. Und du bist ja nebenbei auch noch Trainerin, habe ich mir sagen lassen. Und zu dieser Funktion musst du ja jetzt gleich quasi zurückkehren, wenn es richtig ist. Richtig, wir haben gerade in Neusiedl die Watersport Challenge. Da können alle Kinder zwischen 13 und 18 gerade sämtliche Bootsklassen, Wassersportarten ausprobieren. Und da habe ich die Katamaranklasse übernommen. Und ja. Und das lässt sich auch mit Muskelkater meistern. Hoffentlich. Also, dann wünsche ich deinem dem Muskelkater wünsche ich nicht alles Gute. Dem Muskelkater wünsche ich, dass er sich schnell verflüchtigt. Dir persönlich wünsche ich alles Gute für die Zukunft. Danke. Und dann auch mit Blick Richtung Olympia. Vielleicht sehen wir uns ja bis dahin noch einmal. So, wir haben in der Zwischenzeit den fliegenden Wechsel vollzogen. Die Tanja Frank haben wir verabschiedet. Und jetzt freue ich mich, ihre Partnerin begrüßen zu dürfen. Lorena Abicht. Servus. Hallo, danke. Vielen Dank. Wie geht's deinen Beinen, wenn ich ungeniert fragen darf, weil das haben die vorher die Zuseher mitbekommen. Die Tanja Frank hat da unter einem fürchterlichen Muskelkater gelitten. Du bist soweit fit, oder? Ja, ich bin soweit fit. Irgendwie gehört aber Muskelkater schon zum Dauerprogramm. Und ja, es gibt selten ohne, aber sonst geht es mir gut. Also das Krafttraining hältst du aus und gehört halt dazu? Ja, es gehört halt dazu. Und ich glaube, ganz ohne Muskelkater kann man und sollte man vielleicht auch gar nicht trainieren. Also, was ist denn so die unbeliebteste Disziplin im Training von Seglern? Ist es tatsächlich das Krafttraining?
Ich glaube, das ist eine, ja, es kommt sehr darauf an, aber für mich persönlich ist es die Hanteln durchs Gym werfen. Ja. Ist gar nicht meins. Ich bin eher so der Ausdauertyp, aber es gehört halt alles dazu. Dafür habe ich Balancegeschichten gern und Koordination und auch kognitives Training. Und ja, Kraftaufbau an sich weniger drüber schwer, aber ja, wir arbeiten dran und man muss es lieben lernen. Genau, also komplexe Sportart, weil ihr ja auch mit komplexem Training dann idealerweise hohe Ziele erreichen wollt. Zum Beispiel haben wir mit der Tanja natürlich auch schon gesprochen über die nahende Heim-EM am Attersee, die für dich persönlich welchen Stellenwert hat, auch von exotischen Touch her sozusagen. Das ist ja nichts Alltägliches, dass in Österreich so ein Event stattfindet. Ja, das ist was ganz Besonderes. Jetzt bin ich ja quasi nur halb Österreicherin. Die andere Hälfte kommt aus Norddeutschland und ich war deshalb wahrscheinlich auch noch nie am Attersee. Also ich bin mal vorbeigefahren, aber auch vor allem noch nicht gesegelt. Von daher, ich glaube, irgendeinen Heimvorteil gibt es da bei mir gar nicht. Aber ja, es ist super, super cool, dass wir so viele internationale Segler am Attersee begrüßen können und eben in Österreich. Und ich glaube, es wäre einfach nur spannend. Ich finde es eine Riesenchance auch fürs Land und für den Ort und super. Ja. Und trotzdem verläuft ja die Vorbereitung darauf sehr ungewiss, mag ich einmal sagen. Es ist ja, glaube ich, noch nicht klar, ob ihr jetzt nach Dänemark dürft oder nicht. Wie schwierig ist es, mit all diesen Rahmenbedingungen und Begleiterscheinungen fertig zu werden? Wir sind als Segler immer darauf eingestellt, dass morgen ein Länderwechsel von wegen Reisen passieren kann. Und wir sind und bleiben flexibel. Und ja, ich glaube, die letzten Monate haben wir gemerkt, dass man es auch mehr und mehr sein muss und werden muss. Also wir sind wirklich mit allen Alarmantennen ausgefahren da unterwegs. Und wenn man einen Anruf kriegt und sagt, ich muss sofort zurück, dann packen wir halt zusammen und fahren zurück. Also es ist jetzt kein Mega-Stress. Es ist schon ja, zusätzlicher Planungsfaktor, aber man kann es eben auch nicht planen. Deshalb machen wir halt mal unser Ding. Und wenn wir nicht dürfen, dann bleiben wir zu Hause. Die Zusammenarbeit mit der Tanja, die ist jetzt 4 Jahre jung oder alt, je nachdem, wie man das bezeichnen mag. Eure Bekanntschaft, die ist aber viel älter. Die beiden Damen sind de facto mehr oder weniger gemeinsam aufgewachsen miteinander. Welche Erinnerungen hast du denn an die gemeinsame Kindheit mit der Tanja? Und ich habe der Tanja auch die dir gegenüber uncharmante Frage gestellt, ob sie dir die intellektuelle Überlegenheit spüren hat lassen, weil die Geschichte mit dem Intelligenzquotienten von der Tanja, die ist jetzt eh hinlänglich bekannt. Aber sie war schon auszuhalten, oder, als Kind? Ja, definitiv. Wir kennen uns ja genau eben schon ganz, ganz lang, sind eigentlich mehr oder weniger zusammen aufgewachsen. Nur habe ich eben bis zum 24. Lebensjahr in Hamburg gewohnt, in meinem Elternhaus, und wir haben die Sommertage am See verbracht. Unsere Großeltern hatten eben ein Haus nebeneinander und so haben wir uns immer im Sommer gesehen und die Tage sehr genossen. Und bei den Schlammschlachten kam dann der wahrscheinlich höhere IQ bei der Tanja nicht durch. Genau, man hat dann die niedrigeren Instinkte gefragt. Ja, ja, genau. Das war eher stumpfes Umhandwerfen. Na, ganz normale, superschöne Kindheit. Ich bin auch froh, dass ich einen Teil zumindest von meiner Kindheit am Neusiedlersee verbringen durfte und mit der Tanja. Und ja, wir haben es tatsächlich aber auch bis zum FX noch nie in einem Boot geschafft. Ich glaube, wir haben mal 420er versucht, also aus Spaß, Spaß ist halber, aber jeder war immer woanders in einem anderen Bereich beschäftigt oder mit wem anderen am Segeln. Und ich habe auch eine ganze Weile in Hamburg meinen akademischen Weg verfolgt und das Segeln auch kurzfristig auf Eis gelegt und jetzt haben wir wieder zueinander gefunden. Wie ist es dann zu dieser Zusammenarbeit im Jahr 2016, also nach Olympia in Rio gekommen? Wer ist da auf wen zugegangen? Die Tanja ist auf mich zugekommen, weil ich wollte gerade in Berlin an der Uni anfangen und die Tanja kam gerade aus Rio und wollte eben Position und Bootsklasse wechseln und hat nach einer Vorstudentin gesucht. Und dann kurz vor Unibeginn war ich in Neusiedl zu Besuch und hat mich gefragt, Leni, geh mal segeln. Und ich habe sofort ja gesagt, Uni auf Eis, habe meine 7 Sachen in Bananenkartons gepackt und bin nach Hamburg bzw. dann gleich einmal nach Wien gezogen. Und dann ja, haben wir alles durchgesprochen und seitdem rennt's. Und es läuft, genau, wie man ja, auf Österreichisch heißt. Und es läuft dann hoffentlich auch mit Blick Richtung Olympia 2021 ja. In diesem Fall. Erstens, wie schwierig war die Absage von Olympia 2020, also zum eigentlichen Termin zu verdauen? Und mit welchen Zielen bereitet ihr euch auf Olympia 2021 vor, so dass stattfinden wird, dieses Turnier oder dieser Event? Es war von dem her nicht allzu schwer zu verdauen, weil es, glaube ich, für mich oder für uns vor allem eine Riesenchance ist. Wenn einem eine Sache in so einer Kampagne fehlt, dann ist es Zeit. Und jetzt haben wir ein Jahr quasi geschenkt bekommen. Und man sieht mehr und mehr, oder finde ich, ich sehe es mehr und mehr im Training, ah, das müssen wir noch machen und das müssen wir verbessern und das lernen. Und ich glaube, man lernt auch nie aus, das muss man auch sagen. Und eben dann für die Zielsetzung
wir bereiten uns auf Hochleistung vor. Wir gehen davon aus, dass die Spiele stattfinden. Und weil man braucht auch dieses Ziel, nicht nur als Motivation, auch einfach eben für die Planung, für die Detailarbeit, die wir jetzt im Training verfolgen. Und wir werden einfach Vollgas geben. Und ja. Wie mühsam oder wie ablenkend vom eigentlichen Thema, nämlich vom Sport, ist die ganze mediale Berichterstattung rundherum, was das Grassieren des Coronavirus angeht? Wie sehr saugt ihr das überhaupt auf oder saugst du das überhaupt auf? Oder wie sehr sagst du, lass mich in Ruhe mit dem Zeug, ich muss mich aufs Training konzentrieren? Ich versuche ein bisschen Abstand davon zu nehmen. Natürlich lese ich auch die Nachrichten und alles und verfolge es, aber ich mache mich nicht verrückt. Es ist eher so der Reisepart, der uns dann natürlich größer beeinflusst, weil wir doch auch viel verreisen müssen und die Trainingslager am Meer überwiegend durchziehen müssen. Und ich lasse mich nicht verrückt machen. Also es ist, was es ist. Und ja, ich hoffe einfach für alle aufs Beste und ja, dass wir das alle durchstehen. Gut. Und ein bisschen muss ich dich zum Abschluss natürlich auch noch festnageln, weil du gesagt hast, du bist auf Höchstleistung aus, natürlich. Aber was heißt das in konkret Ummünzbarem sozusagen? Darf man eine Medaille erwarten von euch beiden? Erwarten kann man vieles. Erwarten darf man, was man wollen. Ja, genau. Na sicher, ist es das große Ziel, ist eine Medaille. Ich glaube, das sollte auch das Ziel sein. Wie realistisch das ist, das werden wir sehen. Wir werden das Beste geben, dass wir die Chance dazu erhöhen. Gerade jetzt das kommende Jahr, wir werden alles dran setzen, dass wir da so nah wie möglich oder sogar hinkommen. Und ja, das. Und wenn es vielleicht dieses letzten Eizels noch bedarf, dann werden wir kräftig die Daumen drücken. Danke. Vielleicht wird es funktionieren. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir mit Medaille um den Hals einander wieder treffen. Ja, das machen wir. Ja. Sehr gerne. Also Deal hiermit. Ja, Sie sind Zeugen. Dankeschön für deine Zeit und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke.